Ich bin Conna Mittelmann-Whitney. Ich bin Ernährungsberaterin und Autorin des Buchs Appetit auf Leben. Außerdem bin ich eine leidenschaftliche Verfechterin der traditionellen Mittelmeerkost, die nicht nur vorzüglich schmeckt und ausgesprochen gesund ist, sondern auch preiswert und einfach und schnell zuzubereiten. Das möchte ich Ihnen heute zeigen mit dem Rezept für ein Kirschtomaten-Clafoutis. Clafoutis ist eigentlich ein französischer Nachtisch, der mit Kirschen zubereitet wird. Hier habe ich das Rezept abgewandelt auf ein herzhaftes Gericht mit Kirschtomaten und Feta-Käse. Und hier die Zutaten. 400 Gramm Kirschtomaten, 350 Milliliter Kuh- oder Schafsmilch oder auch ungesüßte Sojamilch, 4 Eier, 2 Esslöffel Basilikumpesto, etwas Olivenöl zum Einfetten der Förmchen, 2 Esslöffel Kartoffelmehl oder Mondamin, 200 Gramm Schafsfetta-Käse und ein paar Stängel frisches Basilikum. Als erstes schlagen wir die Eier in einer Schüssel mit einer kleinen Prise Kurkuma, die ich vergessen hatte vorher zu erwähnen, dem Mondamin oder Kartoffelstärke und der Milch auf. Das können Sie mit einem Schneebesen machen oder mit einem elektrischen Quirl und ein bisschen schwarzer Pfeffer, kommt auch noch dazu. Und das schön verrühren. In die aufgeschlagenen Eier tun wir das fein gehackte Basilikum und Pesto und mischen alles nochmal durch. Während der Ofen auf 180 Grad vorgeheizt wird, geben wir nun die Zutaten in die Backförmchen. Entweder können Sie Einzelförmchen benutzen, wie hier, oder eine große Ofenform. Man legt also die Tomaten und den Käse in die Schüsselchen und gießt dann mit einer Kelle die Kräuter-Eier-Mischung drüber, arrangiert noch ein bisschen das Basilikum und das ergibt 6 Portionen. Man könnte 6 solcher Förmchen machen. Und das schieben wir jetzt in den vorgeheizten Ofen und backen die kleinen Förmchen etwa 20 Minuten, große etwa eine halbe Stunde. So, der Clafoutis ist bereit. Man kann ihn zum Beispiel mit einem gemischten Salat servieren und einer Scheibe knusprig gerösteten Sauerteigbrot und das ergibt ein leckeres, leichtes Mittagessen.